Im zweiten Experiment der Aha-Erlebnisse werden Sie einerseits bereits Bekanntes aus dem ersten Video zum Thema Beschleunigung, Kraft und Energie eines beschleunigten Körpers wiedererkennen. Das heißt also, dass Sie bei bekannten Werten die eben genannten physikalischen Größen berechnen können. Weitere inhaltliche Aspekte werden die Definition und Erklärung des Vakuums bzw. des Luftdrucks sein und die Vorstellung des Reflexionsgesetzes. Jetzt haben wir eine neue Verwendung für Computermonitore gefunden. Computermonitore sind out, solche, ne? Also, was tun wir? In jeder Vorlesung zeigen wir die Wirkung Masse mal Beschleunigung ist Kraft und was ein Impuls ist. Wir nehmen jetzt hier eine kleine Glaskugel, mehr oder weniger. Dann wollen wir auf diesen ausgedienten Computermonitor eine kleine Kugel schießen und das Reflexionsgesetz so berücksichtigen, dass die Herrschaften in der ersten Reihe nicht getroffen werden. Dann wird es ein kleines Loch im Monitor geben und ihr hört, dass im Monitor ein Vakuum ist, weil es macht also geht. Die hören, hören das Vakuum im Fleisch. Und ganz ruhig sein. Wie im Video nicht nur optisch, sondern auch akustisch gut zu vernehmen war, ist durch das kleine Loch im Monitor das Vakuum entwichen. Das heißt, es kam zu einem Gasausgleich zwischen dem Inneren des Monitors und dem Äußeren, also der Umgebungsluft, die wir atmen. Umgangssprachlich bezeichnet ein Vakuum einen luftleeren Raum. Präziser jedoch wird ein Vakuum in Teil 1 der DI-Norm 28400 definiert. Dort heißt es, Vakuum heißt der Zustand eines Gases, wenn in einem Behälter der Druck des Gases und damit die Teilchenzahldichte niedriger ist als außerhalb oder wenn der Druck des Gases niedriger als 300 Millibar ist, das heißt kleiner als der niedrigste auf der Erdoberfläche vorkommende Atmosphärendruck. Hierzu sei angemerkt, dass der Atmosphärendruck oder einfach Luftdruck genannt mit zunehmender Höhe über dem Meer absinkt. Der Normaldruck auf Meeresspiegelniveau liegt bei 1013,25 Millibar. Auf dem höchsten Punkt, dem Mount Everest, liegt der Normaldruck bei gerade einmal 325,4 Millibar. Um auch eine Vorstellung davon zu haben, was man sich unter dem Luftdruck vorstellen kann, folgende Veranschaulichung. Der Luftdruck auf der Erdoberfläche entsteht durch die Gewichtskraft der Luftsäule, die auf einen Körper auf der Erdoberfläche einwirkt. Wenn man also die Luftsäule über eine Person am Meer abmisst, ist diese viel länger als die Luftsäule über eine Person, die auf einem Berg steht und somit kann man auch logisch nachvollziehen, warum der Luftdruck mit zunehmender Höhe abnimmt. Wie stark der Luftdruck ist, veranschaulicht auch folgendes kurzes Experiment mit einem Glas Wasser und einem Papierkarton. Das Glas wird mit Wasser gefüllt und anschließend legt man die Papierkarte darauf und dreht das Glas um 180 Grad. Man möchte denken, das Wasser drückt das Papier schnell nach unten. In der Praxis zeigt sich aber, dass das Papier am Glas bleibt und dass das Glas nicht ausläuft. Grund dafür ist der Luftdruck. Der Luftdruck außerhalb vom Glas ist viel höher als die Gewichtskraft der Wassersäule. Dadurch wird das Papier von außen an die Glasöffnung gedrückt. Unendlich lang kann man das nicht machen, weil mit der Zeit ein wenig Wasser ausrinnt und damit ein wenig Luft in das Glas gelangt. Wenn dann die Summe aus dem Wasser und Luftdruck im Inneren des Glases höher ist als der Luftdruck außerhalb, fällt die Karte ab. Zurück zum Experiment mit dem Monitor. Im Augenblick, in dem die Kugel auf den Monitor auftrifft, wirkt auch das Reflexionsgesetz, welches bereits in der Darstellung im Video eingeblendet wurde, und dieses besagt, dass der Ausfallswinkel, auch Reflexionswinkel genannt, gleich dem Einfallswinkel ist. Das ist auch gut an der rollenden Kugel zu erkennen,
die in verschiedenen Winkeln an einer Wand reflektiert wird. Einschränkend muss jedoch erwähnt werden, dass dieses nur bei glatten Oberflächen gilt. An rauen Oberflächen gibt es bei der Reflexion eine diffuse Streuung.